Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die 10 intelligentesten Hunderassen der Welt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Kommen wir zum 10. Platz. Auf dem 10. Platz befindet sich der Australian Cattle Dog. Der Australian Cattle Dog ist sehr clever und hat einen sehr ausgeprägten Arbeitswillen. Ursprünglich wurde er als Treibhund für Bauernhöfe gezüchtet und das lässt sich auch heute schwer unterdrücken und er hat immer noch extrem viel Energie und vor allem die Intelligenz dazu. Kommen wir zum 9. Platz. Da ist jetzt inzwischen der Rottweiler. Der Rottweiler ist sehr wachsam und hat einen natürlichen Schutzinstinkt und ist ursprünglich allerdings nicht als aggressiver Hund gezüchtet worden. Er hat auch eine sehr hohe Intelligenz. Leider wird diese oft gar nicht vom Hund verlangt oder angewandt. Kommen wir zum 8. Platz. Darauf befindet sich der Papillon. Der Papillon wird oft aufgrund seiner Größe unterschätzt, hat aber auch ein sehr hohes Maß an Intelligenz und weiß dieses auch manchmal zu nutzen, vor allem wenn die Besitzer nicht aufpassen oder eingreifen, dann macht er das auch bei Sachen, wo er jetzt das vielleicht besser nicht wissen sollte. Kommen wir zu Platz 7. Platz 7 teilen sich wieder zwei Hunderassen, und zwar einmal der Labrador Retriever. Man merkt es vielleicht nicht immer, aber Labradore sind auch intelligent. Viele behaupten ja, sie würden nur mit dem Magen denken, das stimmt aber nicht. Und der Golden Retriever. Beide Hunderassen sind bekannt als Familienhunderassen, sind aber auch sehr intelligent und gelehrig, wenn man ihnen auch vieles beibringt. Jetzt kommen wir zum 6. Platz und darauf befindet sich der Sheltie. Der Sheltie wird von vielen Hundehaltern mit Lassie verbunden, dem Collie. Und Collies sowie Shelties sind auch sehr intelligente Hunderassen, sind sehr gelehrig und haben auch sehr viel Energie. Sie wollen aber auch wirklich etwas lernen und deswegen muss man sie auch auslasten. Auf dem 5. Platz ist der Dobermann. Der Dobermann wird oft mit einer aggressiven Hunderasse verbunden und wird daher leider oft gar nicht gefördert. Ganz im Gegenteil ist der Dobermann aber sehr clever, hat sehr viel Energie und kann diese auch ausnutzen und dann wirklich zu einem super erzogenen Hund werden. Jetzt kommen wir zum 4. Platz und darauf befindet sich der Malinois. Der Malinois ist auch eine sehr, sehr gelehrige Hunderasse. Sie haben eine sehr hohe Intelligenz. Man muss bei der Erziehung aber auch ganz genau aufpassen, dass das alles so wird, wie man sich's vorgestellt hat. Sie sind außerdem auch richtige Sportbündel und haben extrem viel Power und ja, sind wie gesagt sehr intelligent. Ähnlich wie der Malinois ist auch der 3. Platz eine Schäferhundrasse, und zwar der deutsche Schäferhund. Deutsche Schäferhunde sind auch extrem intelligent. Sie passen immer auf, haben alles im Blick und nehmen dadurch auch vor allem viel durch Beobachten auf und mit. Und werden so auch sehr intelligent. Und ja, jetzt kommen wir zum 2. Platz. Auf dem 2. Platz befinden sich die Pudel. Der Pudel ist auch sehr, sehr clever. Er lernt sehr, sehr schnell. Er versteht schon nach wenigen Wiederholungen, was man von ihm möchte und ist so sehr schnell lernfähig. Und man kann ihm viele verschiedene Dinge beibringen, ohne den Hund zu überfordern. Und vor allem sind Pudel auch sehr geduldig. Jetzt kommen wir zum 1. Platz und der klügsten Hunderasse und da ist der Border Collie. Dem Border Collie eilt sowieso der Ruf des pfiffigsten Hundes heraus, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im Intelligenzbereich. Border Collies lernen unheimlich schnell und vor allem viel nur durch Beobachtung. Worauf man aufpassen muss, ist, dass man diese jedoch auch bei Fehlern nicht so sehr straft, denn Border Collies sind auch sehr sensibel. Auf dem Papier ist der Border Collie auch der intelligenteste Hund und auch in der Anwendung bzw. bei Aufgaben im Sport etc. merkt man das. Border Collies sind sehr, sehr vielseitig. Sie können für so gut wie alle Bereiche, in denen Hunden arbeiten, eingesetzt werden. Also sie sind da sehr flexibel. Hauptsache, sie haben eine Aufgabe und werden gefordert und dann machen sie dieses meistens auch perfekt. So.
Das war's jetzt an der Stelle mit meinem Video zu den intelligentesten Hunderassen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und helfen konnte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.